Wir haben uns heute mal ganz leckere Marzipan-Zimt-Kringel gemacht. Das geht wirklich ganz einfach und schnell und wir zeigen euch jetzt mal, wie das gemacht wird. Bleibt dran, viel Spaß. Für unsere Marzipankringel, die kommen ja bloß in Blätterteig eingeschlagen. Dafür braucht man natürlich Marzipan, sagt ja der Name schon. Und damit man das Marzipan besser verarbeiten kann, kann man das jetzt entweder raspeln oder man kann es in eine Küchenmaschine tun. Das hatte ich eigentlich vorher überlegt. Küchenmaschine. Ihr könnt jetzt in so eine kleine Küchenmaschine reinmachen, hier in so ein Ding. Aber da muss man halt hier in so was. Aber dann muss man das Teil auch wieder abwaschen. Ich bin jetzt gerade so beim Backen, habe meine Schüssel hier schon dreckig, also kann ich jetzt auch das Marzipan einfach mal raspeln. 100 Gramm, geht ja rucki zucki, sind ja keine Kilos, die man jetzt hier raspelt. Wir sind ja nicht gezwungen, bis zum Ende zuzugucken. Ihr könnt die Pause machen, ja. Dazu kommen dann jetzt 100 Gramm gemahlene Mandeln. Ja, muss ich doch wieder aus der anderen Schüssel, aus der anderen Tüte was nehmen, wenn man eine angefangene Tüte hat. Da sind nun mal immer bloß 100 Gramm drin, ist ja komisch. Ja, musst du wieder eine Tüte anfangen. So lange und so viel jetzt zu backen, bis es wieder aufgeht. Bis irgendwann mal die angefangene Tüte dann auch alle ist. Ist ja schlimm. Dann kommen da jetzt 30 Gramm Puderzucker rein. 30 Gramm Puderzucker, ein Ei, Größe M. So, dazu kommt jetzt ein Teelöffel Zimt. Zimt. Und eigentlich Rum, aber Rum mag ich nicht so. Also machen wir Amaretto rein. 3 Esslöffel davon, damit das so eine cremige Masse wird. Und das schmeckt jetzt auch wieder nach Marzipan, Amaretto. Früher war ich gar nicht für Alkohol im Kuchen, jetzt mache ich das. Jetzt vertrage ich das plötzlich. Komischerweise musste ich früher immer niesen wie blöde, wenn da irgendwo Alkohol drin war. Jetzt merke ich nur noch, oh, das schmeckt irgendwie komisch, Alkohol drin. Ja. Einbildung ist auch eine Bildung. Ja. Und hier, guckt mal, Männer, ein Warnhinweis für euch. Hänglein? So, und dann muss man das Ganze jetzt schön verrühren lassen zu einer cremigen Masse, wie gesagt, damit man das verstreichen kann. So sieht das Ganze dann jetzt fertig aus. Jetzt hat man so eine schöne cremige Masse. Wenn ihr keinen Zimt mögt, dann lasst ihr das raus. Aber für Weihnachten sind ja jetzt Weihnachtskringel. Können wir ruhig Zimt reinmachen. Und eigentlich ist der Rest jetzt ganz einfach. Wir nehmen jetzt fertigen Blätterteig. 2 Packungen brauchen wir. So, da müssen wir die ausrollen. Also sind ja schon gerollt, aber man muss aufmachen und flach hinlegen. Ich hatte die jetzt auch schon vorher ein bisschen rausgenommen, bevor ich jetzt hier anfange mit Backen, damit es wärmer wird und weicher praktisch. So, und jetzt kommt eigentlich nur noch diese Marzipanmasse hier drauf. Wird dann hier verstrichen. Ist ja einfach. Das ist für eigentlich Leute, für die, die ja nicht backen können. Oder mal schnell zwischendurch was machen wollen. Also für dich. Also für mich einfach. Ganz einfach. So, jetzt muss das natürlich ein bisschen verstrichen werden. Das ist jetzt das Schwierigste an der ganzen Sache, das zu verstreichen. Aber das ist auch ganz einfach. Und mit Wasser an der Kelle. Reicht sich besser. Mit Wasser an der Kelle. Wir sind ja nicht auf dem Baum. Ja, die geht einfacher, muss das nur gleich dann halt machen. Aber die Idee war da nicht schlecht von dem alten Handwerker, oder? Muss man halt nur gleich machen, wenn du erst Kleber dran hast, dann geht das auch nicht so einfach. So, und jetzt brauchen wir die zweite Packung und die legen wir einfach oben drauf. Zweite Packung Blätterteig. Und das ist ja wohl ganz einfach. Ja. Ja, nicht viel machen, das ist so cool. Also solche Sachen liebe ich, wenn es schnell geht, einfach ist und dann auch noch lecker ist nachher. So, und jetzt muss man das Ganze in Streifen schneiden. Mal gucken, wie dick wir die machen.
mal so ist eigentlich ganz gut. 3 cm? Ja, ungefähr 3, 4 cm immer größer. Ja, hat man nachher, schnell fertig werden. Hat man, nachher dicke Kringel. So, und jetzt werden die Kringel, also Kringel, die Streifen erstmal abgenommen. Jetzt machen wir sie zu Kringeln. Jetzt wird es hier ineinander verdreht. Aber nicht mit dem anderen zusammenkleben. Ist schon so weich geworden jetzt. Ist einfach zu warm. Im Sommer zu warm, im Winter zu warm, weil man heizt. So, dann haben wir hier die Kringel. Und jetzt müssen wir da das ganze Backblech voll machen und natürlich auch noch ein Sweater. So, zusammendrücken an einer Stelle. So, so mache ich jetzt erstmal alle fertig. So, ich habe jetzt hier 12 Kringel rausgekriegt. Wenn er so dünner schneidet, könnt ihr auch 14 rauskriegen. Und jetzt kommen die bei 160 Grad Umluft für 20 Minuten in den Backofen. Lecker aussieht. Ja, das sind schöne Kringel. Und je mehr man davon macht, desto mehr denkst du, ach, ich kann noch ein bisschen mehr drehen, kann noch ein bisschen mehr drehen. Also das werdet ihr selber ausprobieren. Jetzt kann man, wenn die fertig sind, entweder einfach mit Puderzucker bestreuen. Ist eine leckere Sache. Ja. Ich mache jetzt erstmal Puderzucker hier überall schön kräftig drauf. Sieht die was lecker aus. Ja, schnuppert auch lecker. Und weihnachtlich, weil Zimt drin ist. Genau. Oder ihr könnt die mit geschmolzener Schokolade bestreichen. Also entweder Vollmilchschokolade oder Kuvertüre oder eben Zartbitter, so wie ihr das gerne möchtet. Oder ihr nehmt, so wie ich jetzt hier gerade, weiße Schokolade, weil ich das da eine jetzt von habe. Und dann gibt es solche Glitter. Nicht zum Basteln, sondern zum Essen. Die kann man auf solche edlen Teilchen, weil das ja nur für Weihnachten ist, kann man da ein bisschen Glitzer drauf streuen. Und dann hat man glitzernde, schöne, schnelle Teilchen zum Kaffee, wenn sich Besuch ansagt, wenn man Blätterteig im Haus hat, geht das ratzifatzi. Und dann, das gibt es dann in verschiedenen Farben. Kann man so pink machen, Silberglitzer, ich habe jetzt hier so ein bisschen blau oder eben Goldglitzer. Ist das edel. Das ist cool. Schokolade mit Glitzer, als wenn man basteln würde. Warum machst du nur die Hälfte? Damit man sieht, dass das so eine gedrehten Kringel sind. Ihr könnt natürlich auch das Ganze ein... Und besser anfassen kann man. Ja, und besser anfassen auch noch. Und sonst brauche ich auch zu viel Glitzer. Ich will ja noch ein bisschen Plätzchen backen und so. Da kommt der Geiz wieder. Und der Geiz wieder raus. Wie ich beim Basteln geizig bin mit dem Glitter, bin ich hier auch geizig. Aber das sieht so cool aus. Und dann auch dieses Hellblau sieht hier richtig gut aus drauf. Das kann man dann einfach so drauf streuen und dann hast du mal was anderes, was man sonst nicht so hat. Oh, ein paar mehr Blaue. Ich habe was, was du nicht hast. Glitzer! Glitzer! So, ihr Lieben, und dann hat man ganz leckere Marzipan-Zimt-Kringel. Für Weihnachten oder für die Weihnachtszeit schmeckt halt weihnachtlich mit dem Zimt drin. Und wenn das nicht mögt, lasst das raus. Probiert's aus. Geht ganz schnell zu machen. Habt ihr ja gesehen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Und das wie immer ganz, ganz einfach und sau lecker. Wir haben jetzt lecker Marzipan-Zimt-Kringel. Und schon gegessen. Und Kringel. Kringel ist ja wohl von, der heißt ja auch Herr Kringel, der Weihnachtsmann. Als Nachname.